Hallo, guten Nachmittag zusammen. Ich bin Will und ich bin hier mit Ian vom NOC. Und wir wollen euch ein paar lustige Fotos zeigen, wo wir euch zeigen, was wir gemacht haben, um das Netzwerk zu bauen. Wofür brauchen wir das Netzwerk? Das ist unsere Vision, unsere strategischen Ziele und so weiter. Wir wollten ein Gigabit geben. Das braucht man heutzutage ordentliches WLAN, was relativ gut funktioniert hat. Und zusammen mit unseren Zielen, dass wir vernünftige Verbindungen haben. Wir wollten keine Filter, wir wollten Netzneutralität, alles, was man heutzutage braucht. Und wir wollten auch eine ganze Menge Spaß haben, wenn wir das bauen. Wie haben wir das designt? Wir hatten ein Intersection-Team, das verschiedene Hacker-Camps macht. Das heißt, wir haben machen das jedes Jahr inzwischen in verschiedenen Größen. Aber das hier ist natürlich das Größte. Wir hatten 37 Datenclos, was so viel waren wie noch nie. Also das waren 15 mehr als beim letzten Mal. Wir hatten 47 Glasfaserkabel über das komplette Feld. Das sind ungefähr 7,2 Kilometer. Wir hatten 78 Edge-Switches. Und ein bisschen über 100 WLAN-Punkte, WLAN-Router. Wir haben uns entschlossen, einen Collapsed Core zu benutzen, also Zwischendependenzen, also so, dass alles, dass das so wenig wie möglich zu einer nach zentralisiert ist. Alles zentralisiert. Also, wir haben, das ist industriell, das heißt, es gibt diesen Zuggleisen überall. Und für unsere Planung, wir waren nicht in der Lage, wir konnten nicht wirklich tief reingraben, und weil, ja, und es war sehr, sehr viel Gleisen, was deswegen war es schwierig, Kabeln zu legen. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Wir haben das gemacht. Also meistens überlebt es nicht, wenn man von einem Zug überfahren wird. Und diese hat zum Beispiel die ist ein bisschen kaputt. Aber das war ein Unfall. Also na, nichts Schlimmes. So. Also das war unsere zweite Planung und waren sehr starke, deutlich tiefer als vorher. Und wir hatten die Planung in OpenStreetMap. Wir waren dann in der Lage, wir könnten die Auswahl der Kabeln automatisieren, welche Kabel wohin geht. Und dadurch, dass wir das alles hatten und dass ihr das haben könntet, ihr könntet gucken, wo die Datenclos sind. Und wir waren alle in der Lage, den Design zu prüfen, um sicher zu sein, dass wir zu viel Kabel kaufen und dann ist es 5 Meter zu kurz. Das ist sehr, sehr frustrierend. So, das ist der Plan aus der Karte. Also ihr seid vielleicht nicht in der Lage, das zu sehen, weil es ziemlich groß ist. Aber ihr könnt das online gucken und ihr könnt unsere Hauptkabelrouten hier. Das sind die grünen Linien. Und wir wollen wirklich, wirklich überall sein, da wo ihr seid. Das ist ein anderes Diagramm, das ihr nicht sehen könnt. Das ist unsere Struktur, unsere Klimmstruktur. Wir haben verschiedene Multicore-Fiber-Cables, die zusammengebunden sind. Und das bedeutet, dass wir haben Lichter von überall bis zum NOC-Datacenter. Wenn es ein Problem mit Strom oder Equipment, die weiter sind, dann das wird nicht betreffen, das wird keinen weiteren Impact haben auf andere Teile und das macht das Netzwerk weniger anfällig. Uplink, wir brauchten das Internet.
wir haben Zeit dafür gebraucht, weil ihr habt geguckt und ihr seid, es ist ein bisschen isoliert hier und es gibt nicht super duper Infrastruktur für Internet, aber 2 Kilometer in der Richtung gibt es einen, es gibt so Stromkabeln und wir waren in der Lage, dass diese Leute, dass sie uns einen Upload nach Berlin gegeben haben. Das war cool. Also wenn ihr die, unsere Präsentation zum Kongressnetzwerk, ihr könnt auch das Gleiche machen. Es gibt einen Splice, also die Fiber wird gespliced. Also es ist ziemlich cool. Aber das war nicht so einfach, weil es gibt einen Fluss, es gibt dann einen See und wir müssten die Fiber den ganzen Weg tragen. Deswegen haben wir diese Fiber, die ganz leicht ist. Wir haben 2 Kilometer, 2 Kilometer davon wiegen 20 Kilo. Das heißt, man kann das auch rumtragen. So, wir müssten über den See. Unser Experiment hat gezeigt, dass ein Kanu, dass ein 2-Personen-Kanu war besser als der Rubberboat. Also, weil es, man kann besser den Spindel nutzen, das war besser für uns. Und deswegen, ich kann kein Kanu nutzen, deswegen hat es gedauert. So, hier ist den Fiber in der Kanu und wir müssen ein bisschen Splicing machen vor Ort und deswegen, ja, es gab Insekten und alles drum und dran. Und, es gibt auch Probleme mit dem Nageltier. Also hier haben wir es, falls ihr das sehen wollt. Und das wurde ziemlich viel Abdeckung. Also viele Leute haben das amüsant gefunden. Was wir gemacht haben ist, wir haben da, wo diese Tiere wohnen, und wir haben den Fiber in dem Baum gehangen. Und dadurch, weil das kann sehr einfach kaputt gemacht werden von einem Nageltier. Also weitere technische Sachen, der Design BGP Edge mit einem Juniper MX-104 in Berlin und hier in der Ziegelei Park. Und dann hatten wir, also wir haben einen alten Forsten E600, der wurde zuletzt bei 28C3, der war zwar alt, aber genau was wir hier gebraucht haben. Wir haben das normale CCC Address Space haben wir benutzt, also für IPv4 und /16 für RIPE NCC und natürlich V6. Ziemlich das gleiche als letzte Mal. Ein paar Fotos von der NOC. Diesmal haben wir Etiketten an den ganzen Kram reingepackt. Also wir haben die ganzen Kabel etikettiert, diesmal. Edge. Wir haben HP-Curve und ProCurve gemietet. Mit 24 Gig vorne und dann haben wir die 2X 1GG. Es sind zwei verschiedene, also sie benutzen zwei verschiedene Wellenlänge auf die gleiche Fiber. Und das macht Troubleshooting deutlich einfacher. Für manche Orte wollten wir nochmal besondere Uplink und da hatten wir nochmal Switches dort. Und wir haben weitere Hardware getestet, Cumulus Gigabit Switch mit 10 Giga Uplink und ja. Auch in der Box der Equipment war, ja, wir haben andere Sachen benutzt. Data Center, das ist meistens schmerzhaft, weil es ist verdammt heiß hier, wie ihr wisst, und ja, es war heiß. Und wir haben einen Container mit der NOC und VOC und der Uplink, der dort zu Ende kommt. Wir haben sehr, sehr viel Probleme mit den Klimaanlage. Und wir haben angefangen mit 2 Klimaanlage, wir sind am Ende mit 7 gewesen. Wir hatten mehr Klimaanlage als Switches vor Ort. Ja, mindestens, es blieb kühl. So, und jetzt Iron für den Wi-Fi. So, Wi-Fi. Wir haben einen ähnlichen Setup benutzt.
wie beim letzten Kongress. Das ist ein Dual-Aqua-Controller, der mit einem Reliability-Setup, und wir haben 101 Access Points, Access, also Minimodellen, und das hat ein durchschnittliche Access Point von 1,5 Datenklo, und dann hatten wir IP56 Access Points, um die Ecken zu kennen. Deswegen wir hatten rund um ein Datenklo sind das ziemlich 30 Meter guter Empfang, und dann haben wir den Rest überdeckt mit weiteren Access Points. Ihr habt die vielleicht gesehen an den Schauten, wie sie da rumhängen. Die sehen ein bisschen wie eine Sicherheitskamera, also weißes Dom. Und wir haben mehr verschiedene in der Workshop Dance und weitere Dance haben wir einfach mehr Access Points entwickelt, weil in einem Raum, so in einem Raum sind das 500 Leute, und deswegen einen Access Point ist nicht genug, und deswegen haben wir da ein bisschen mehr gemacht. Wir hatten einen Peak von 3319 Associated Client, das war das Peak Traffic, also der höchste Traffic war 1,25 Gigabit pro Sekunde. Es waren 10.222 verschiedene Geräte, die sich angemeldet haben über die ersten Tage, und die waren nicht alle gleichzeitig im Netzwerk. Wir haben 81X again. Also man könnte einen random Username, um sich anzumelden, und das sind die 11 meist benutzten Namen. Also ihr könnt das vorlesen. Penis ist da. Deswegen sind es Top 11. Deswegen ist es ein Top 11. Die Gerätesorten waren meistens Smartphones, Android, iOS, also in der Top 3. Das ist ein sehr, sehr viel, großes Teil der Netzwerk nur mit Smartphones, und dann hatten wir Linux, und dann, ja, im CCC, Windows war nicht so oft benutzt. Ja, das ist gut. Bezüglich der Typ der Netzwerke, der Geräte, die sich angemeldet haben, mehr als 50% waren 5 Gig, konnten das nutzen. Also nächstes Mal war es ein bisschen mehr Prozent, aber mehr als die Hälfte, die tatsächlich 5G können. Wir haben auch sehr, sehr viel neue Generationsdevices, und das ist 21%. Und bezüglich der Nutzung der SSIDs, 42% waren zu einem Access. Das ist ein bisschen weniger als der Kongress, deswegen es ist noch okay. Also wenn ihr eine Verschlüsselung auf Wi-Fi zu haben, ihr braucht das. Das ist ein Graph, wo wir die Assoziationsnummer pro Region machen, und also es gibt ein paar Punkte, also hier die grüne Linie, das ist diese Peaks, also diese Spitzen sind die Leute, die rein und raus von den Talks kommen, also man kann ganz genau sehen, ob es einen guten Talk gibt oder nicht, weil dann sind mehr Leute, wenn es mehr Leute da sind, muss es gut sein. Und nachts sieht man, wann gehen Ost, wo der Party Village und Beer Village, deswegen dort sind die Leute. Und die rote Linie, das ist ein Zentralplatz, wo es auch Bars gibt. Und das ist ziemlich klar, wo die Leute gehen. Gestern gab es diesen Sturm. Die kann man auch gut sehen. Natürlich hatten wir ein paar Datenverlust, weil wir müssten der Datacenter runterfahren könnten. Die Generatoren wurden runtergefahren. Aber das ist auch sehr interessant zu sehen, dass die Leute haben sich bewegt. Also die gingen in Richtung Big Tents.
Und dann zurück zu der zentrale Platz. Das ist ziemlich interessant zu sehen, wenn man so eine Situation ist. Also Challenges. Wir müssten Kompromisse machen zwischen Abdeckung, Kapazität und Performance, weil es ein sehr, sehr offenes Feld ist und es gibt nicht so viel Attenuation. Und das ist eine große Chance, dass mehrere Access Points auf den gleichen Channel kommen werden. Deswegen wollen wir die Access Points nicht zu hoch hängen. Aber wenn wir die runter machen, dann haben wir möglicherweise weniger Abdeckung und deswegen müssen wir diesen Kompromiss machen, damit das alles funktioniert. Und wir haben am Ende ziemlich viel High-Channel-Nutzung, was die Radio in der Access Point tatsächlich verwendet wird und es wird also mehr und mehr Access und irgendwann mal wird das Netzwerk langsamer und langsamer und tatsächlich irgendwann mal wird das abbrechen und man kann sich nicht mehr anmelden. Und unserem Radio hatten 65%, es ist schon ziemlich hoch und es ging bis zu 95% zeitweise. Ein weiteres Problem, das wir hatten, weil es gab sehr, sehr viel Rogue-APs, also Piraten-Access-Points. Es gab ein paar Geräte, die in Roaming-Probleme hatten. Wenn man in der Central Platz ist, man kann genau ziemlich viel SSIDs rumsehen. Und ihre Wi-Fi-Geräte werden ein Problem haben, um den richtigen Netzwerk auszuwählen, weil es viel zu viel Beacons bekommt und in der Zukunft werden wir die Performance durch Wi-Fi-Probes, um die Performance zu prüfen, damit wir auch sehen, unabhängig von der Infrastruktur selber, sondern von dem Knoten, die dann verbunden sind zum Netzwerk und die machen einfach Geschwindigkeitstests, damit wir sehen, wo wir die besten Signale haben, wo der Wi-Fi nicht so gut ist. Es gibt auch, das Problem war, wir haben diesen Space Blankets, das wir rund um den Datenklo wegen Hitze gepackt haben, aber das hat uns 20 dB Signal gekostet. Das ist sehr, sehr wichtig und irgendwann mal müssen wir den Space Blanket wegmachen. Und ja. Und hier ist eine weitere Graph und die Access Points, die meist benutzte Access Points, die Channel-Nutzung der 5 GHz und es gibt Access Points, die bis zu 95% Nutzung, auch in 5 GHz Band und das ist DK Hamburg Access Point. Und das ist ein von den Access Points in diesem Track. Und wir haben eine weitere Tweet today heute. Irgendjemands Geolokation war ein bisschen kaputt. Weil die meisten Access Points wurden bei der Konferenz Hack in the Box benutzt in Amsterdam. Und deswegen er dachte, deswegen sah es so aus, als ob er in Amsterdam wäre. Wollt ihr das machen? Wir haben gar keine Bandbridge Science diesmal gemacht. Der Uplink wurde benutzt, ziemlich gut sogar. Und das höchste war bei 7,5 Gigabit nach draußen. Ich glaube, beim nächsten Mal brauchen wir mehr, weil wir immer mehr brauchen. Wir haben auch ein bisschen Instrumentation davon gemacht, was im Camp passiert ist. Also die höchste Backplane-Kapazität war von 600 waren 22,5 Gigabit und es gibt auch relativ viel Traffic innerhalb des Camps. Und wir hatten auch ein schönes Dashboard und jetzt haben wir noch mehr Sensoren, also mit Temperatur und so weiter. Wir wollen immer noch mehr hinzufügen. Also da passiert immer noch mehr und das zeigt einfach. Ach, hier habe ich einen Screenshot. Das ist die Anzahl der WLAN-Nutzer und die Geschwindigkeit und der Traffic, der von den Besuchern benutzt wird und alles wirklich tolle, glänzende Sachen. Ticketing.
Wir haben OTS für das Vor-Event benutzt und dann haben wir immer Roundup auf der vor Ort benutzt und das, weil es sehr einfach ist und Leute sofort damit anfangen können. Wir haben nur 51 Tickets bekommen, was relativ wenig ist eigentlich. Also vielen Dank an den NOC Helpdesk für die Hilfe, die sie den Nutzern gegeben haben und das ganze Unplugging umstecken. Ihr merkt, dass wir ein paar Lichter auf den DAT-Klos hatten. Die waren tatsächlich ganz nützlich für uns, damit wir Netzwerkprobleme diagnostizieren konnten. Also sie hatten diesen interessanten Thread hier. Bedrohung? Also jemand hat sich beschwert, dass die Lichter auf dem DAT-Klo zu hell waren und wollten, dass sie abgeschaltet werden. Und wir haben gesagt, zumindest unser belgischer Kollege hier hat gesagt, dass die Sterne aus sind und dass das Team losgeschickt wurde. Die geplante Ankunftszeit ist in 10 Lichtjahren. Was ist das Team dahinter? Das mehr als 30 Leute in 7 Unterteams und manche von ihnen sind recht jung, manche sind eher alte Geeks, so wie ich. Und wir haben vor Ort angefangen vor 2 Wochen und einem Tag, also ich bin seit 2 Wochen hier, damit wir mit dem Uplink-Zeug anfangen können. Und dann, wie ich schon gesagt habe, hat der Helpdesk mit den ganzen Endnutzeranfragen sich beschäftigt und diesen schönen Sachen. Viele von der Ausrüstung, die wir benutzt haben, kann man gar nicht kaufen. Also entweder kosten sie ziemlich viel Geld oder es ist kurzfristiges Zeug und wir mussten Sachen leihen, die Leute eigentlich nicht verleihen. Also deswegen brauchen wir Leute, die uns Sachen umsonst geben und wir wollen uns bedanken bei Uplinks, KPN, Stratos, Sys11, Ediscom, Etix, Speedrun für die Berliner Seite der Operation und dann haben wir ganz viel Hardware von Babyl, Cumulus, SecureLink, Aruba und Flex Optics bekommen. Also vielen Dank an diese Leute, die uns eine ganze Menge Ausrüstung gegeben haben und ja, wir schicken sie zurück. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Die Sachen, die Datenklos werden ab 19 Uhr abgebaut nach der Endpräsentation. Wir ab 10 Uhr morgens am Dienstag wird alles weg sein. Also seid nett zu unserem Glasfaser, weil wir es beim nächsten Event wieder benutzen wollen. Ja, vielen Dank. Ich habe wahrscheinlich noch Zeit für ein paar Fragen. Wenn jemand welche hat, dann kommt zu dem Mikrofon. Ah, ich kann hier oben nicht sehen. Ja, auf der linken Seite zuerst. Du hast gesagt, dass du das Fiber zu den Poles bekommen hast, aber war die Glasfaser nach Berlin schon im Netzwerk oder habt ihr das gemacht? Nein, es gibt eine Elektrizitätsunterstation in der Nähe von Cedenik, die Photonen selber gehen, also soweit gehen bis nach Cedenik und werden dann hier hingeleitet. Also das, was wir gelegt haben, sind ungefähr 6 Kilometer bis zum Camp und dann wird es von dahin transportiert. Also es ist zu weit für das Licht. Es geht in ein optisches Netzwerk. Bis nach Berlin geht das nicht, aber das ist ziemlich Standard. Sehe ich noch irgendwelche Fragen? Nee, dann vielen Dank. Dann gebe ich weiter ans VOG. Es
gibt hier Probleme, weil das Gerät einen Apfel trägt und mit einem Pinguin drauf wäre es wohl einfacher. Ah, das sieht gut aus. Es ist wirklich, wirklich cool, dieses Zelt mit so vielen Leuten gefüllt zu sehen. Also die und zu sehen, was wir gebaut haben und wie wir es gebaut haben. Oh, das ist interessant. Vielleicht kann ich das anhalten. Es ist schön, dieses Zelt mit so vielen Leuten vorzusehen. Aber wie ihr vielleicht wisst, gibt es eine ganze Menge Leute hier auf dem Campingplatz, die ihre Villages abbauen oder schon auf dem Weg nach Hause sind oder vielleicht gar nicht erst hier hinkommen konnten. Und wir wollten, dass sie zumindest einen kleinen Teil dieser tollen Atmosphäre hier mit ihnen teilen. Wir sind das VOG und wir wir zeichnen Talks auf und streamen sie und auch ein bisschen von der Musik auf dem Platz. Und ihr habt vielleicht unser kleines und unsere größere Katze hier überall gesehen. Das VOG hier ist nicht alleine. Wir haben nicht genug Hardware, um so ein großes Event zu machen oder so einen für den Kongress. Und wir haben immer Helfer. Und dieses Jahr hatten wir das AGS und einen Typen von iSystems, die Hardware zur Verfügung gestellt haben und eine Menge Unterstützung. Also beide haben eines der großen Zelte geleitet und wir wollen uns bei ihnen bedanken, weil wir ohne sie das nicht hätten tun können. So, was ihr vielleicht gehört habt, die Aktion ist ziemlich intens. Also in Zelten. Zelten sind komplizierter als ein voll normales Kongresszentrum. Und deswegen der Tag, wo wir angekommen sind und wir wollten unserem Zeugs aufbauen. Und wir hatten ein Zelt, wo es kein Boden und keine Wände drin war. Und ein paar Leute von uns sind einfach hochgeklettert und am Beamer und Bildschirme gehangen. Und ihr habt vielleicht bemerkt, dass die Zelten in einem Skeleton-Zeit, also es war nicht also relativ lang, es war nicht so geplant. Also es war geplant, dass zwischen der es gab 0,125 Tage zwischen der Ende der Aufbau der Zelt und der Anfang, wo wir gemacht haben. Und dann kam der Opening Event. Das war sehr, sehr schwierig für uns. Das war sehr, sehr intens. Und der Team, der nicht heute da ist, der ist nicht auf der Bühne, aber fiel einen riesen Runden Applaus, weil sie richtig sich den Arsch abgearbeitet haben. So, wir haben drei Hauptbühnen. Wir haben beide Zelten, Nord und Süd. Und ja, die Namen sind ein bisschen kompliziert. Sie haben, die Plätze wurden gewechselt und wurden die Namen. Und am Ende haben wir es geschafft. Und wir hatten noch ein weiteres Zelt in der BER in Berlin. Das war, und wir haben auch damit gearbeitet. Und wir hatten unseren Containers, der OC, also ihr könnt zu uns sehen, aber der Bock hatte es schöner. Sie hatten ein großes Zelt und viel Platz und für Partys und nächstes Mal, in vier Jahren werden wir von denen lernen. Also ihr könnt sehen, wir haben ziemlich viel Hardware, aber die Hauptsache, die Hauptgeräte sind hinter der Quelle. Also was wir haben, um das nicht zu verpassen, diese Lichter, sie zeigen nicht nur die Uhrzeit, aber wenn irgendwas passiert, ein Talk startet oder zu Ende kommt oder irgendwie ein Gender-Prozess von uns kommt und dass wir blinken und dass wir wissen dann, was zu tun ist und die sind online, wir können die mit uns tragen und wir werden immer informiert werden und das ist ziemlich nett.
Also es ist ziemlich schön. Und wenn es sich dreht, das macht auch einen Ton. Und man kann auch hören, wenn es sich bewegt. Man kann hören, wenn es irgendwas kaputt geht, weil es eine schlechte Qualitätslampe. Was wir auch sonst hatten, waren die zwei neue Geräte, die wir Anfang des Jahres gekauft haben. Das sind die Minions, weil sie wirklich klein sind, 10 cm breit, aber sehr, sehr stark. Also sie haben 4 GHz i7 Cores und sie haben den kompletten Encoding für den kompletten Kampf für in HD. Und für manche Talks haben wir es sogar zweimal, weil wir irgendwelche Sachen verpasst haben. Und diese zwei Geräte, das sind die Geräte, die Dateien produzieren, die ihr runterlädt. Oder die meisten davon. Und das ist ziemlich schön mit diesen Geräten. Ich liebe sie, weil sie so klein sind. Man kann die mittragen ohne Problem. Wir haben auch interessantes Geräte gehabt. Unter die Decke von einem von den Geräten, das mit der hohen Schornstein. Und das war ein FM-Radio und DVB-T und DVB-T2. Und es sind ziemlich interessante Geräte. Wir haben ziemlich viel rumgespielt damit. Eigentlich, ihr könntet die Talks zuhören im Auto wenn ihr im Zedenik rumgefahren seid. Und irgendwas einzukaufen für den Village. Und DVB-T hat also ziemlich Sonderfeatures. Wir hatten ein EPG-Information am Laufen manchmal. Und wir haben es geschafft. Es fehlt ein Slide. Wir hatten Teletext am Laufen und ein Twitter-Feed über Teletext. Aber wir waren nicht in der Lage, das zu Ende zu bringen, so schön, wie wir das machen wollten. Wir wollten, dass ihr eure eigene Teletext-Seiten eingeben könnt. Und wir werden das beim nächsten Kongress probieren, damit jeder kann seine eigene Teletext-Webseite haben. Was wir als sonst gemacht haben, FM ist ziemlich alt. Und wir mögen neue Sachen, deswegen haben wir probiert. Wir hatten Leute von der Open Digital Radio Projekt, die DAB Plus Senderstation, und sie haben die Slideshows-Version der Videos via DAB Plus. Nicht so viel Radios dort können, also da draußen können das empfangen, aber sie haben ein paar Geräte dabei gehabt und man könnte das tatsächlich sehen. Also es könnte die Zukunft sein, mehr oder weniger. Also es gab Sonderprojekte, mit denen wir gearbeitet haben, wie zum Beispiel den Sturm angesagt. Wir haben gefragt, ob wir ein Video machen können, wie man ein Video machen kann, wie man sein Zelt korrekt aufbaut. Und es gab ein paar Zelten, die wirklich Hilfe gebraucht haben. Und wir haben dieses produziert und dann hochgeladen. In unserem Mirror, hier vor Ort, und dann haben wir unserem Raps geguckt und der sieht so aus. Was ihr seht ist 1,2 Terabytes Traffic, die nur von dieser eine Datei verursacht wurden, und wir haben da begrenzt unseren IKE-Link. Das war 1,2 Gig pro Sekunde für 1-2 Stunden, weil jeder auf dem Camp wollte diese eine Video sehen. Und die Konnexionsstart war, wir hatten 60.000 Leute, die das geguckt haben, das ist verrückt. Also, wir waren nicht sicher, es könnte ein Softwareproblem gewesen sein, weil jemand das immer wieder runtergeladen hat, aber so oder so ist es schon ziemlich beeindruckend. Und als ich rede über die Stats, wir haben die gleiche Technologie als ihr habt, aber unser ist nicht öffentlich. Also als ihr oben seht, in der oberen Reihe, wir haben bis zu 2 Gig pro Sekunde in Streaming gehabt. So alles
Stream-Relays. Wir haben ein Local-Relay hier und wir haben auch ein paar im Internet. Und das ist nicht so viel. Also beim Kongress waren wir bei 17 Gig, aber hier ist es Camping und Sonnenschein und nicht unbedingt die Streams gucken, aber da waren ziemlich coole Talks und ihr solltet wirklich die Recordings gucken oder vielleicht die Recordings gucken. Wir hatten Peaks, der höchste war 600 Leute, die angeguckt haben. Die größte Bühne war die BER, da waren 400 Leute, die den Podcast geguckt haben und das war mehr als der Peak, also mehr als in dem Zelt waren. Deswegen scheinbar war der BER interessanter. Also in der Stadt, wir hatten zwei Relays im Internet und ein paar hier auf dem Kanzab. Wir hatten Split Routing gemacht und Split Systems, damit die Leute, die online, die hier im Camp gemacht haben, hatten der Traffic von der lokalen Relay und die Leute vom Internet haben das von dort bekommen. Und dieses Jahr haben wir HTTP, haben wir alles über HTTP und das ist erlaubt uns mit TLS zu gehen, damit die Leute tatsächlich das gucken können durch eine verschlüsselte Verbindung, weil Encrypt, also alles sollte verschlüsselt sein, das ist richtig so. Und wir sollten kein Flash mehr, gar kein Flash mehr. Und weil wir kennen die Hamster in der Nähe, wir haben alles. Also wir haben alles getan, also alle Transcoding und Release Encoding hier vor Ort. Und ja, das ist ein bisschen unterschiedlich von was wir am Kongress gemacht haben. Das war eine neue Sache für uns, das alles hier vor Ort zu tun. Wir haben versucht Multicast zu machen, also wir wollen das machen. Also das Problem ist, dass Multicast, also man schickt jedes Paket nur einmal und die Geräte, wenn die Geräte das nicht bekommen, dann ist es gegangen und wir bräuchten mal Lösung innerhalb von unserem Videostream und wir haben das, wir können das machen, wir haben das in DVB-T gemacht, aber scheinbar gibt es kein Gerät, die das tatsächlich sauber abspielen kann und also wenn ihr arbeitet auf einen Media Player und wollt hilft Forward Error Correction in der Client, nächstes Mal können wir das, also wir können das nutzen mit dem Multicast und redet mit uns, wir würden ganz gerne da Hilfe bekommen und das ist nicht unbedingt hier ist es nicht so wichtig, weil wir aber beim Kongress wird das deutlich interessanter, weil und der NOC möchte das wahrscheinlich auch sehen mit dem Multicast. Yay, Multicast! So, wir hatten auch YOLO Stream. Also jeder, der irgendwas, der Ton hat, das Gerät, die Geräusche oder Musik macht, könnte das online stellen. Wir haben das nicht so implementiert, aber wir werden das beim Kongress, also seid bereit. Wenn ihr irgendwas habt, das irgendwelchen Art von Geräusche macht, seid bereit, das zu streamen. Wir werden ein Eiskast-Gateway haben und dann wird es online. Und jeder, der in der Welt ist, kann dazu hören. So, und das ist circa alles von uns. Und das ist eigentlich das Bildschirm von der Teletex. Das ist alles, was wir zu sagen haben. Und bedankt euch bei der Katze. Vielen Dank an alle. Und bevor ihr geht, wir haben unseren Mirror Local und der ist mit 10GE an der Datencrew angebunden. Also ihr könnt mal runterladen und alle Recordings mitnehmen nach Hause. Also und wir sehen uns bald. Jetzt ist Wengel dran, ne? Ja.
Ich werde euch also was von der Elektrizität hier auf dem Camp erzählen. Das war gar nicht so einfach. Wir haben angefangen viel, viel früher als die anderen, also schon im März. Wir haben über E.ON Edis, wir haben mit E.ON Edis geredet, der großen Firma hier, ob wir vielleicht ein paar große Trafos hier nach draußen stellen, aber die Kapazität der Stromlinien reicht hier einfach nicht. Also für ein Museum ist es okay, aber für mehr Strom reicht es einfach nicht. Also haben wir angefangen am 31. Und die ganzen Materialien hinzubauen, hinzubringen und die Backstages zu bauen und haben insgesamt 30 Kilometer Kabel installiert, 224 Stromkästen, also nur die mit CE-Konnektoren. Wir haben also insgesamt 500 normale Kästen da draußen auf dem ganzen Zeltplatz, also damit ihr so viel Strom bekommt, wie ihr braucht. Wir haben mehr Strom geplant, als tatsächlich gebraucht wurde. Den Plan hier kennt ihr auch vom Wiki. Und die Firma, die die Sanitärinstallation gebaut hat, hat gesagt, dass allein sie 400 Kilowatt Strom die ganze Zeit brauchen würden. Ich sehe das nicht, aber ich glaube, die ganzen Duschen waren kalt, aber ich weiß es nicht genau. Insgesamt hatten wir 7 Generatoren und 5 Anschlusskästen in den Gebäuden. Und anstatt des Museumsgebäudes war da unser Verbindungskasten. Und ich glaube, dass das gut funktioniert hat, das Netzwerk, das Stromnetz. Wir hatten nicht viele Probleme. Wir hatten einen Generator, der heute Morgen kaputt gegangen ist bei den Duschen und der Disco. Und wir hatten eine ist in Flammen aufgegangen, also mit, ich glaube, am Tag minus 1. Und wir hatten eine kaputte Stromlinie, ein kaputtes Stromkabel am dritten Tag. Also die Statistiken hebe ich mir für später auf, weil der Computer hier kein Internet hat. Wir hatten schöne Grafiken vom POC, die zeige ich euch später. Also vielen Dank ans POC dafür. Und wir hatten eine ganze Menge Engel, die uns geholfen haben, die hier rumgelaufen sind und geschaut haben, ob die Kabel nicht zu heiß laufen und das RCD wieder anzuschalten, ranzustecken, wenn ihr es versucht habt, es rauszuholen. Und wir hatten jede Menge regensichere Installationen. Also wir mussten uns gar nicht so viel Gedanken über Gewitter machen und Unwetter machen. Und wir mussten einfach nur Sachen an- und ausschalten. Dann hat alles funktioniert. Ein paar Lichtinstallationen haben nicht funktioniert, aber das ist normal. Oh, aber der ganze Rest hat wunderbar funktioniert. Haben wir ein Bild? Ja. Das ist das Portal, das uns das POC gebaut hat. Also ihr seht eine Live-Darstellung der ganzen Stromgeneratoren. Und ich glaube, dieser ist gerade aus, aber der Rest sind Live-Daten. Und ihr habt auch, es gibt auch eine Auswertung. Ja, genau, die Live-Statistiken hier. Wir hatten also einen großen Generator, der beim NOC-DC stand, der einen anderen Generator anschalten konnte, wenn falls der Strom ausgeht. Aber ich glaube, wir hatten keinen großen Stromausfall, nur den großen beim Gewitter und auch die Zelte hier. Das hat alles gut funktioniert. Also insgesamt hat alles wunderbar funktioniert. Und wenn das hier funktioniert, ich
Ich würde euch gerne den gesamten Stromverbrauch des ganzen Netzes zeigen, aber wegen des großen Stromausfalls und des Generators, der nicht funktioniert, kann ich es nicht vorbereiten. Also ich glaube, ich finde es nicht. Also ihr könnt mit dem POC reden, die sollten das haben und das war's von meiner Seite. Also ich hoffe, dass es für euch gut funktioniert hat und dass ihr nicht so viele Stromausfälle hattet. Aber ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne. Hallo. Schönen guten Tag. Dzień dobry, guten Abend, meine Damen und Herren. Warum steht die Katze da? Ah, das ist eine gute Frage. Vor einiger Zeit hat das VOG angefangen, als das VOG angefangen hat, die Vorträge aufzuzeichnen, hatten wir alles, lief alles, alle Kameras, alle Streams, alles war wunderbar, nur der Saal war leer. Gut, wir haben uns gedacht, alles passt, wir können abhauen und uns das gemütlich machen. Aber dann standen Leute auf der Bühne und die Leute saßen im Publikum und jemand hat gefragt, warum ist die Bühne denn im Stream immer noch leer? Und die Sache ist die, dass das System zwischendurch so fehlgeschlagen hat, dass es dasselbe Bild die ganze Zeit wiederholt hat. Und das haben wir nicht bemerkt, bis der Talk angefangen hat. Also wollten wir irgendwas auf der Bühne haben, das sich die ganze Zeit bewegt. Aber wir haben dafür keinen Angel bekommen, der die ganze Zeit auf der Bühne rumtanzt. Also haben wir uns ein paar Katzen geholt, die sich die ganze Zeit bewegt. Und das ist unser Test. Damit testen wir, ob alle unsere Streams die Recordings funktionieren. Und wenn sich irgendwas nicht bewegt, dann ist entweder der Stream oder die Katze tot. Aber ja, wir mögen sie wirklich. Also sie reisen mit uns zu jedem Ereignis und wir kümmern uns wirklich gut um sie. Also wir haben auch eine große im Würfel da in unserem Büro. Die Mutter der kleinen Katzen vielleicht. Ich interessiere mich für den Grund dafür, für die Mittelvoltage-Transformatoren mit Generatoren. Gab es keine Option, einfach sich ans normale Stromnetz anzuschließen? Ja, es wäre möglich. Wie das Nock gesagt hat, gab es eine große Trafo-Station in der Nähe von Selenix, aber es hätte uns mehr Geld gekostet, als wir hatten. Und es wäre nur profitabel, wenn wir das ganze Camp 1 bis 1,5 Monate betreiben würden. Dann wäre es in Ordnung. Noch eine Frage. Warum waren die Duschen elektrisch beheizt und nicht mit Treibstoff? Ja, ich würde dir das gerne beantworten, aber ich weiß es selber nicht. Also ich habe ein weißes Blatt Papier bekommen und da stand drauf 400 Kilowatt für die ganze Duschinstallation. Und ich sagte, okay. Wisst ihr, wie viel Diesel von den ganzen Generatoren verbrannt wurde? Ich glaube, wir haben es heute nochmal geschaut und es sind ungefähr 30.000 Liter. Wie viel der installierten Kapazität wurde tatsächlich vom Camp benutzt? Du hast gesagt, dass ihr viele Generatoren hattet und ihr hattet zu viel Strom und wir haben nicht zu viel Strom benutzt. Also wie viel haben wir denn benutzt? Also wir haben gerechnet mit 200 Watt pro Person. Das wären ungefähr von 4.500 Leuten waren es ungefähr 0,9 Megawatt. Und wir hatten 400 Kilowatt für die Sanitärinstallation. Wir hatten Lichter und so weiter. Und wir haben mit 1,8 bis 2,5 Megawatt gerechnet. Und im Moment benutzen wir am höchsten Punkt waren es um die 500 Kilowatt. Mm-hmm.
warum ist die Frequenz nur 45 Hertz und nicht 50? Das ist das komplette Camp. Also es kann sein, dass manche Generatoren ein bisschen niedriger sind und ein bisschen höher sind. Und deswegen mussten wir alle Generatoren überprüfen. Es ist berechnet. Ich weiß es nicht genau, wo der Bug ist. Also hier haben wir 49,98 Hertz. Ah, vielleicht ist das der kaputte, der nicht gerade verbunden ist und damit den Durchschnitt nach unten zieht. Ich habe mich gefragt, ich habe niemanden von dem WOC gesehen, also dem Water Operation Center, des Wasserzentrums. Könnt ihr uns irgendwas über den Wasserverbrauch sagen? Vielleicht trinken sie ja schwarze Wasser. Ich glaube, dass gestern das Wasser leer war, ob wir Neues holen mussten oder vielleicht vor 2 Tagen. Also wir haben wirklich viel Wasser verbraucht. Also zuerst vielen Dank dafür, dass alles so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Wirklich cool. Ich würde mich für die Kosten interessieren. Also ich weiß nicht, ob ihr darüber reden dürft, aber ich will keine Zahlen sehen. Ich will nur wissen, dass der hat ein Drittel des Budgets benutzt, der die Hälfte, nur die technischen Kosten. Aber vielleicht ist es geheim. Also ich kann das aus dem Punkt des NOx sagen. Also wie wir schon gesagt haben, haben wir eine ganze Menge Sachen kostenlos bekommen von Leuten. Also es gibt nicht wirklich einen Markt für die Sachen, die wir brauchen. Also das meiste unserer Ausgaben sind einfach Sachen, so und so viele Kabelbinder und so weiter. Und unsere ganze Arbeit wird von Freiwilligen geleitet, so durchgeführt, also genau wie bei anderen Teams hier. Man stellt sich heraus, dass es gar nicht so teuer ist, was das Internet angeht. Also ihr habt die Minions gesehen, die kleinen Kisten, die wir haben, mit denen wir das Video kodieren. Wir haben diese neuen Kisten seit dem neuen Kongress, aber die sind nicht nur für das Camp. Also wir benutzen die wieder und bei vielen der kleineren Konferenzen des CCC und auch verschiedenen anderen Konferenzen und Meetups und den ganzen Weg. Also auch wenn sie, ich weiß nicht genau aus welchem Budget die kommen, aber selbst wenn die für das hier Kosten, dann sind sie nach dem Camp nicht weg. Also wir benutzen sie in den nächsten Jahren immer noch, um das zu tun, was wir tun, ohne dass es für kleine Konferenzen was kostet. Und ich kann nichts über das komplette Budget sagen. Ich glaube, ein großer Teil des ganzen Budgets ging für die Elektrizität drauf. Also das, weil es einfach so viel ist, das Heizöl, das wir hier benutzen, das und die Generatoren, aber die brauchen wir, weil man ja nicht weiß, wie viele Leute kommen. Manche Villages haben gesagt, dass sie 63 Ampere nur für sich benutzen, die wir jetzt aber gar nicht benutzen. Also ich glaube, dass es ein großer Teil des Budgets ist, aber ich weiß es nicht genau. Gibt es noch andere Fragen? Dann noch ein warmer Applaus für alle Leute, die hier arbeiten, alle Engel, die hier aushelfen. Also nochmal vielen Dank für die ganzen Zahlen, die ganzen interessanten Sachen, die ganzen interessanten Informationen. Soweit zur Infrastrukturrückschau. Und noch einmal einen großen Applaus für die 4 Referenten. Applaus